Willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Fable der bösen Version. Wir belauschen jetzt mal Logan. Schnell, man sieht sie. Überlegt euch, was ihr da tut, Logan. Ich schütze die Interessen unseres Volkes. Fordert mich nicht heraus. Erschießt sie. Fangt mit ihren Anführern an und zielt dann, wenn nötig, auf die Menge. Das könnt ihr doch nicht machen. Sagt mir nie, was ich tun soll. Walter. Ihr seid seine Schwester. Vielleicht hört er auf euch. Er darf sie nicht alle töten. Wir müssen was tun. Was machst du denn hier? Der Kriegssaal ist nichts für Kinder. Geh jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass du die Leute tötest. Nein, halt! Genug! Du stellst dich gegen mich. Vielleicht möchtest du an meiner Stelle die Entscheidungen treffen? Du willst diese Verräter verteidigen? Also schön. Zeig, was du kannst. Bringt meine Schwester und Anhang in den Thronsaal. Regeln wir die Sache offiziell. Los! Ich gehe. Was? Lasst ihn in Ruhe. Es geht mir gut. Alles okay. Keine Sorge. Was auch passiert. Wir stehen es zusammen durch. Geht weiter. Hier kommen die Helden des Volkes. Komm her, Schwester. Du hast mich heute maßlos enttäuscht. Mein Fleisch und Blut hat mich verraten. Und ein Spion. Wir haben nichts getan. Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Dann bestraft mich. Du bist kein Kind mehr, also sollte ich dich nicht so behandeln. Du wolltest die Verräter vor dem Schloss heute Morgen schützen. Schön, du sollst deine Chance bekommen. Hier stehen die Anführer des Mobs. Du entscheidest. Wer wird bestraft? Diese Fremden oder dieser Junge? Sie erwartet der Tod. Was? Nein, nicht doch. Du bist die Prinzessin. Entscheide. Eure Majestät, Logan, bitte! Ich verleihe dir Macht über Leben und Tod. Nein, das kann ich nicht. Dann entscheide ich für dich. Sie werden alle hingerichtet. Sag mir, was bist du gewillt zu opfern, um das Richtige zu tun? Das ist Wahnsinn. Wir können doch nicht... Nehmt mich. Lasst sie nicht sterben. Nehmt mich. Es gibt nur eine Entscheidung für euch. Wählt mich aus. So, wir nehmen den Typen, weil letztes Mal haben wir den Mob hinrichten lassen. Hört ihr mir zu? Ja. Wählt mich. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Es ist okay. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Vergesst nie, was er getan hat und dass ich euch liebe. Weg mit dem Jungen. Erledigt ihn. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meine Schwester in die Gemächer. Los! Kokok! Gebt euch nicht die Schuld, Madam. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hierbleiben. Nein, wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht eine Heldin. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Tochter eures Vaters zu sein. Schön. Ich pack das los geht's. Zusammen. Keine Zeit. Wir nehmen nichts mit. Auch keinen... Pyjama? Los. Wir müssen jetzt gehen. Seid unbesorgt, Madame. Ich werde nicht von eurer Seite weichen. Ich hätte im Thronsaal etwas tun müssen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Damit würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Ja, das wäre wahrscheinlich bei Nacht besser sieht gewesen. Sieht dieser Garten schon ziemlich unheimlich aus. Wohin gehen wir?
Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja, aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ich glaube, wir sollten aufbrechen. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Als euer Vater starb, versprach ich ihm, euch eines Tages herzubringen, wenn ihr alt und stark genug dafür wärt. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. Die Welt musste lange ohne Heldin auskommen. Aber ich hoffe, es wird bald eine geben. Ja, und nun, wie ging das jetzt nochmal weiter? Ah. Das ist der wertvollste Besitz eures Vaters. Das Gildensiegel. Es wählt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen, die das Potenzial haben, Legenden zu werden. Nehmt es. Und wir haben es. Sollte jetzt etwas passieren? Die Vibration im Controller. Kuckuck. Und da sind wir wieder in der Siegesstraße. Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eure Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Jo, tschüssi. Nu. Und die erste Truhe. Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Portal? Ach da. Und tschüssi. Fühlt ihr euch jetzt anders? Ich weiß nicht. Versucht es mit einem Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Das erwähntet ihr möglicherweise schon. Sollte ich es verraten? Ach, B war der Zauber, okay. Es hat funktioniert! Ihr seid eine Heldin. Das habe ich niemals bezweifelt. Ein bisschen eng, oder? Und dunkel. Ihr hattet es noch nie mit engen Räumen, oder, Sir Walter? Ich hatte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enttaupen zu lassen. Na und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Was ist eigentlich genau unser Plan?
Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar eine Heldin, aber ich bin ganz allein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. Und viele werden auch kämpfen wollen. Aber sie brauchen eine Anführerin. Jemand, an den sie glauben. Albion braucht eine Revolution. Fledermäuse, weg! Tja, junge Heldin. Das ist eure Chance, zu zeigen, was in euch steckt. Jetzt ist es ja noch relativ simpel alles. War's das? Ich glaube ja. Ich bin's jedenfalls. Kommt! Und auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Wie auch immer. Das war ein erster Beweis eurer Fähigkeit. Ihr seid die Anführerin, die dem Land eine Revolution bringen wird. Fledermäuse? Mehr Fledermäuse! Macht euch Magie bereit! Ich bin Magie bereit. Oh verdammt, das erhöht sich noch gar nicht. Der Kreis. Das ist ja Beschiss. Und jetzt müssten, glaube ich, noch welche kommen, oder? Haltet euch jetzt lieber die Nase zu. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. Und vielleicht auch die Augen, Jasper. Mehr Fledermäuse! Erledigt noch ein paar Fledermäuse. Sehr gut. Was? Ist da noch jemand übrig? Den Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Ich laufe doch schon weiter. Ah, was für ein Gestank. Wir müssen in der Nähe vom Bowerstone Industriegebiet sein. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Aber wir sollten aus der Stadt herauskommen, sobald wir an der Oberfläche sind. Das ist wohl eine Sackgasse. Nö. Und Scotty, beam mich hoch. Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch, da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Für Jasper? Das ist schon möglich. Aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Ja, und nun? Lass mich raus. Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das bloß anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten. Aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es eine Heldin. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt.
benutzen. Hallo. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Und wir reisen auch gleich hin. Wie gesagt, das wird hier relativ flott voranschreiten. Und wir sind im Vagabundenlager. Und an dieser Stelle gibt es dann wieder ein schickes kleines Folgenpäuschen. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Kommt,